Wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mein Name ist Karin Riedel und ich darf Sie im Namen des Hospitalverbundes Hellweg zu unserer nächsten Abendvisite online begrüßen. Heute ist ein etwas besonderer Vortragstag, denn wir haben zwei Referenten eingeladen zu einem Thema, was sehr viele von uns betrifft. Der Vortrag heißt Gallensteine, wodurch sie entstehen und wie Sie sie wieder loswerden. Zu diesem Vortrag begrüßen wir zwei Experten. Zum einen ist dies Dr. Rainer Kunterding, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Christlichen Klinikum Unna West. Und dann folgt auf ihn Herr Dr. Gulo Brodig, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, ebenfalls am Christlichen Klinikum Unna West. Wir wünschen Ihnen einen spannenden Vortrag. Ja, vielen Dank, Frau Riedel, für die einführenden Worte. Mein Name ist Rainer Kunterding, ich bin Chefarzt in der Inneren Medizin am Klinikum West und habe mit Dr. Brodig, meinem chirurgischen Kollegen, diesen Vortrag vorbereitet, einmal aus internistischer Seite und einmal aus der Sicht des Chirurgen. Wir beiden ergänzen uns da in beiden Richtungen, sowohl internistisch dem Chirurgen und chirurgischerseits der Internist. Unser Thema ist Gallensteine, wodurch sie entstehen und wie sie wieder loswerden. Dazu ein paar einleitende Worte. Mein Vortrag gliedert sich in die Einleitung, in die Diagnostik und der Therapie der Gallensteine. Die Gallenflüssigkeit setzt sich zusammen aus dem Cholesterin. Sie ist eine Fettemulsion. Sie bewirkt, wenn die Gallensäure, die Gallenflüssigkeit in den Dünndarm freigesetzt wird, dass die Bauchspeicheldrüsenenzyme wirken können. Und die Gallensäure wird dann im Dünndarm, am Ende des Dünndarms, im sogenannten terminalen Ileum, wieder vom Körper aufgenommen. Nur ein Teil der gebildeten Gallenflüssigkeit wird mit dem Stuhl ausgeschieden. Gallensteine kommen am häufigsten in der Gallenblase vor. 60-80% der Gallensteinträger sind ohne Symptome. Die Entstehung erfolgt durch die sogenannte lithogene Gallenflüssigkeit. Was das ist, werde ich gleich im nächsten Bild noch einmal erklären. Die Gallensteine entstehen bei Frauen häufiger als bei Männern. Da sind die Risikofaktoren die 5F. F steht für Female, das erste für weiblich, fertile, fruchtbar, also noch schwanger werdend, 40, 40, fair, blond und fett brauche ich, glaube ich, nicht näher erklären. Übergewicht und metabolisches Syndrom sind Risikofaktoren für die Entstehung der Gallensteine. Hier ist das nochmal in einem anderen Dia etwas differenzierter aufgeschrieben. Wie gesagt, Alter größer 40, weibliches Geschlecht, Adipositas, also Übergewicht, die schnelle Gewichtsreduktion darf man auch nicht außer Acht lassen. Dann die totale parenterale Ernährung, das heißt bei Intensivpatienten, die lange über die Vene sozusagen ernährt wurden und nicht über den Magen-Darm-Trakt. Der Diabetes mellitus spielt eine Rolle. Die Hyperlipidämien, also die Erhöhung der Blutfette im Serum, im Blut. Dann chronische Hämolysen, das ist eine Erkrankung der blutbildenden Organe. Die Leberzirrhose. Und Erkrankungen des Dünn- und Dickdarms, nämlich dann, wenn der sogenannte enterohepatische Kreislauf, also die Rückresorption der Gallensäure im Dünndarm, unterbrochen ist. Dann gibt es Gallengangsanomalien, das sind angeborene Störungen im Bereich der Gallenwege. Und es gibt natürlich auch eine Vielzahl von Medikamenten, die eine Gallensteinbildung fördern. Insbesondere sind da die Hormone zu nennen, Antibabypille zum Beispiel. Hier habe ich einmal dargestellt, wie die Krankenhausbehandlung bei Frauen sich in verschiedenen Erkrankungen geändert haben in den letzten Jahren. Ich nehme deshalb exemplarisch die Frauen, weil bei ihnen das Gallensteinleiden am häufigsten auftritt. Man sieht, dass die Gallensteine an vierter Stelle sowohl 2002 als auch 2018 stehen, mit fast gleicher Zahl. Währenddessen die anderen Diagnosen, die zum Beispiel 2002 führend waren, wie das Mammakarzinom oder die Herzschwäche oder die chronische Herzerkrankung durch andere Diagnosen, wie zum Beispiel
den hohen Blutungen und das Vorflimmern abgelöst wurden. Und die Gallensteine bleiben stabil auf dem vierten Platz. Wenn man Gallensteinträger ist, kann es zu Komplikationen kommen. Das, was jeder kennt, sind die Gallenkoliken. Die bewirken oder zeigen an, dass ein Gallenstein sich von der Gallenblase zum Beispiel auf den Weg in den Gallengang macht und den Gallengang verstopfen kann. Dann kommt es zu einer Gelbsucht, weil die Gallenflüssigkeit nicht mehr regelhaft abfließen kann durch sogenannte Gallengangsteine. Die Bauchspeicheldrüse und die Galle münden zusammen im Dünndarm auf einem Mündungspunkt der sogenannten Vaterschen Papille. Und wenn ein Stein sich in diesem Einmündungspunkt einklemmt, kann es zu einem Rückstau der Bauchspeicheldrüsenenzyme kommen und zu einer Bauchspeicheldrüsenentzündung. Alkohol und eingeklemmte Gallensteine sind hierbei als häufigste Ursache für Bauchspeicheldrüsenentzündung zu nennen. Im Extremfall kann die Gallenblase platzen durch eine Entzündung, dann spricht man von einer Perforation. Hier ist einmal die Anatomie der Gallenblase und der Bauchspeicheldrüse dargestellt. Hier im rechten Oberbauch unter der Leber, hier erkennt man die Gallenblase. Da tut es dann auch weh, wenn es zu einer Gallenkolik kommt, typischerweise im rechten Oberbauch. Aber es können auch zum Beispiel Schmerzen in der rechten Schulter auftreten, die dann möglicherweise erstmal gar nicht mit Gallenwegskomplikationen oder Gallenblasensteinen in Bezug gesetzt werden und hier direkt nebenan die Bauchspeicheldrüse mit dem gemeinsamen Einmündungsgang in den Dünndarm. Hier ist das nochmal ein bisschen plakativer dargestellt. Hier ist die Gallenblase, hier ist die Leber, hier ist der Ausführungsgang der Gallenblase in den Gallengang. Der mündet hier in den Dünndarm zusammen mit dem Bauchspeicheldrüsengang. Und wie schon gesagt, wenn sich hier ein Stein einklemmt, kommt es zu einem Rückstau des Bauchspeicheldrüsensekrets und dann zu einer Bauchspeicheldrüsenentzündung. Der Gallestau kann viele Ursachen haben. Differentialdiagnostisch zum eingeklemmten Gallenstein können eine Gelbsucht sein. Die kann entweder infektiös, eine Hepatitis A, B, C oder E zum Beispiel sein. Es können Gallengangstenosen sein, wie schon beschrieben, durch chronische Entzündung. Es kann eine tumoröse Veränderung der Einmündungsstelle im Bereich der Pille geben. Und nicht zu vergessen sind die bösartigen Erkrankungen wie ein Gallengangskarzinom, ein Bauchspeicheldrüsenkarzinom oder auch Metastasen von anderen Erkrankungen. Ich mache noch einmal kurz zurück. Wenn man sieht, hier ist ja der Gallengang, geht hier durch den Kopf der Bauchspeicheldrüse. Wenn hier ein Tumor entsteht, wird der Gallengang hier unten abgeklemmt und die Gallenblase bzw. die Gallenflüssigkeit kann hier nicht mehr regelrecht abfließen. Hier sieht man dann die Diagnostik, die einfachste Diagnostik, Gallenblasensteine festzustellen, ist der Ultraschall. Hier sieht man jetzt die Gallenblase, Flüssigkeit ist im Ultraschall schwarz dargestellt und hier sieht man ein sogenanntes Solitärkonkrement, ein einzelnes Konkrement quasi im Bereich des Ausführungsganges der Gallenblase. Hier sieht man eine andere Gallensteindarstellung, hier sieht man viele kleine Steine in der flüssigkeitsgefüllten Gallenblase. Was man hier bereits erkennt, ist eine Verdickung der Gallenblasenwand, was zum Beispiel für eine chronische Entzündung in diesem Bereich spricht. Die großen Steine bleiben in der Regel in der Gallenblase liegen. Die kleinen Steine sind diejenigen, die dann auch mal wandern und typischerweise die Gallenkoliken verursachen und dann in den Gallengang abwandern. Wenn man den Eindruck hat, durch Blutwerte, durch Klinik, Gelbsucht, Ultraschall, dass ein Gallengangstein vorliegt, das heißt, ein Gallenstein aus der Gallenblase wandert in den Gallengang und macht Koliken, beziehungsweise es besteht die Gefahr einer Bauchspeicheldrüsenentzündung, gibt es eine endoskopische Möglichkeit, diese Gallengangsteine darzustellen und letztendlich auch zu entfernen. Hier sieht man jetzt die Röntgendarstellung der Gallengänge und einmal den Hauptgallengang hier und man sieht, wie in der Leber, die hier liegt, sich die Gallengänge weiter aufzweigen. Was hier bereits zu sehen ist, ist ein Zustandsbild nach Gallenblasenentfernung, die fehlt nämlich hier. So würde es aussehen bei Patienten, die zum Teil relativ wenig Symptome haben, vielleicht
mal ein bisschen Fieber oder ein Druck im Oberbauch, da findet man überraschenderweise solche steingefüllten Gallengänge hier, diese schwarzen Aussparungen, das sind alles Gallensteine, also dieser Mensch ist sicherlich steinreich. Hier sieht man das Endoskop mit dem Katheter, wo man das Kontrastmittel in den Gallengang hineinspritzt. Wie kann ich die Gallensteine entfernen? Zunächst muss ich die Einmündungsstelle mit einem kleinen Messer, mit einem elektrischen Messer aufschneiden. Das ist die sogenannte Papillotomie. Dann kann ich mit einem Fangkörbchen den Stein entfernen, wenn der Stein eine gewisse Größe hat, wo man sieht, okay, dann kann ich so nicht auf einmal herausziehen. Gibt es die Möglichkeit einer mechanischen Zertrümmerung? Wenn das auch nicht hinhaut, kann man intraduktal, also innerhalb des Gallenganges, mit speziellen Instrumenten eine Stoßwelle applizieren und den Stein damit zertrümmern. Laser spielt eigentlich keine Rolle, ist aber auch eine Möglichkeit. Und wenn man sieht, dass man bei einer Sitzung die Gallengangsteine, wie sie gerade dargestellt haben, nicht komplett entfernen kann, kann man überbrücken, um den Gallenfluss da aufrechtzuerhalten, eine kleine Plastikprothese, ein Plastikröhrchen in den Gallengang hineinlegen. Das sind die Endoprothesen. Hier ist es nochmal dargestellt, das Endoskop, die Einmündungsstelle in den Dünndarm und hier das Fangkörbchen mit dem eingefangenen Stein, welchen man dann problemlos herausziehen kann. So sieht es dann aus. Hier ist der Dünndarm, hier ist der Katheter, dieses Körbchen, was in den Gallengang hineingeht. Und hier ist der geborgene Stein, der extrahierte Stein, der neben der Einbindungsstelle liegt. Im Extremfall kann bei einem Gallestau durch Gallensteine eine eitrige Gallengangsentzündung entstehen. Das sieht man dann zum Beispiel hier, wenn man nur mit dem Endoskop hineinschaut, sieht man schon den spontanen Eiterfluss aus der Einbindungsstelle, aus dieser Papille. Die ist jetzt sehr groß dargestellt, sie ist etwa 5 mm. Also es ist schon sehr akribisch und sehr fein, wie man untersuchen muss. Hier ist dann ein Schnitt gemacht worden und da sieht man, wie quasi explosionsartig der übrige Eiter hinausläuft. Das ist das, was ich auch eingangs schon erwähnt hatte, dass man gegebenenfalls auch überbrückend, um den Gallefluss aufrechtzuerhalten, ein Plastikröhrchen, eine Endoprothese in den Gallengang hineinlegen kann. Hier sieht man hier, kommt die Prothese, hier sieht man die Galleflüssigkeit, hier ist der typische Dünndarmschleimhaut. Hier sind so Widerhaken dran, sind aber auch aus feinem Plastik, damit die Gallengangsdrainage nicht verrutschen kann. Um eine minimalinvasive Cholezystektomie durchzuführen, im Jargon mit Galle genannt, ist Voraussetzung, dass der Gallengang frei von Steinen ist. Das heißt also, bevor man eine Gallenblasenentfernung durchführt, sollen die Steine herausgezogen werden. Das sieht man hier. Ne? Das sieht man hier nochmal, das ist vor der Operation. Da sind die Steine in dem Gallengang dargestellt und man sieht hier diese Aussparung. Das ist dann nach der Untersuchung, ist der Gallengang frei und dann kann hier die Gallenblase entfernt werden. Für die Gallensteinentstehung hatte ich am Anfang schon ja gesagt, dass es gewisse Risikofaktoren gibt. Einer der wesentlichen Risikofaktoren ist das Übergewicht. Das sollte man natürlich vermeiden. Wenn Übergewicht vorhanden ist, sollte man es reduzieren durch verschiedene Möglichkeiten. Einmal, dass man eben Fett reduziert und kohlenhydratreich mit einer Kalorienreduktion, um es mal so kurz zusammenzufassen, das Gewicht zu reduzieren. Natürlich regelmäßige körperliche Aktivität, um den Gallefluss nicht zu stören und eine Gallensteinentstehung zu vermeiden, kann man das zum Teil medikamentös unterstützen. Das ist die Ursodesoxycholsäure, ist im Prinzip eine künstliche Gallensäure, die man als Tablette zuführen kann. Dadurch wird insgesamt der Gallefluss aufrechterhalten. Maßgeblich an der Gallensteinentstehung sind Fette, Cholesterinsteine. Deshalb ist es wichtig, eine Fettreduktion durchzuführen, natürlich auch unter dem Aspekt Gewichtsabnahme.
Man sollte aber nicht drastisch auf Nulldiät oder auf kalorienreduzierte Kost gehen, weil dann eben die Gallensteinentstehung gefördert wird. Und im Grunde ist es so, dass man in dem sogenannten Lithogenen Index, das ist das Gemisch der Gallenflüssigkeit, wenn es sich in eine oder andere Richtung ein Konzentrationsgefälle gibt, dann entstehen die Gallensteine eben schneller. Deswegen werden wenig gesättigte Fettsäuren im Grunde die bekannten Dinge wie Nüsse, Rapsöl, Leinöl und Omega-3-Fettsäuren hier bevorzugt. Wenn Gallensteine vorliegen, ist es so, wenn man fettreich isst, dann wird die Gallensäure, die zur Fettverdauung benötigt wird, ausgeschüttet. Wenn Steine da sind, erfolgt die Ausschüttung der Gallensäure nicht so, wie es der Körper benötigt. Und es kommt dann zu Oberbauchbeschwerden, Druck im Oberbauch und macht sogenannte dyspeptische Beschwerden bis hin zur Gallenkolik. In früheren Jahren, zu Beginn meiner Medizinkarriere, gab es sogenannte Reizmahlzeiten. Da hat man den Patienten 5 Eigelbe gegeben und dann geguckt, wie sie darauf reagieren. Ja, das Risikofaktor Kohlenhydrat ist natürlich klar. Wenn man zu viel Kohlenhydrate zu sich nimmt, wird das dann irgendwann wieder ins Fett umgewandelt. Es kommt zu einem Übergewicht und die Empfehlungen sind auch hier wie bei allen anderen Ernährungsempfehlungen für andere Erkrankungen, dass man raffinierten Zucker vermeiden sollte und ballaststoffreiche Lebensmittel verwendet. Ja, Vollkornprodukte als Grundnahrungsmittel ist eben die Minderung des Risikofaktors Kohlenhydrate und Vermeiden von raffinierten Zuckern. Hülsenfrüchte haben einen gewissen Fettanteil und würden im Prinzip auch eine Art Reizmahlzeit darstellen, wenn man an Gallensteinen leidet. So sähe die optimale Ernährung aus, von links nach rechts. Das sind eben Vollwertprodukte. Dann in der Mitte Fisch und Öl, also Omega-3, Omega-6-Fettsäuren, Obst und etwas Fett braucht der Mensch natürlich auch und genügend Flüssigkeitszufuhr. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit für meinen Vortrag. Am Ende werde ich gleich noch mal ein paar der Instrumente darstellen, die ich für die Untersuchung gebrauche. Danke. Ja, Dr. Kunterling, vielen Dank erstmal für die vielen Informationen. Das auch sehr gut nachvollziehbar war. Vielleicht eine Frage, die wir ja häufiger hören. Sie haben davon gesprochen, dass 60-80% der Patienten eigentlich ohne Symptome sind. Da frage ich mich, gibt es nicht doch das typische Symptom? Wo sollte ich aufmerksam werden und sollte ich dann auch zum Arzt gehen? Ja, es gibt Symptome, die man möglicherweise erstmal gar nicht mit der Gallenblase oder Gallenstein in Verbindung bringt. Das können so diffuse Oberbauchbeschwerden sein, nach einer fettreichen Mahlzeit oder auch wenn Patienten Alkohol getrunken haben. Überall da, wo Gallensäure benötigt wird und sie ausgeschüttet wird, kann durch die Steine eine verminderte Ausschüttung erfolgen, weil die Gallenblase halt blockiert ist. Und es kann dann zu unspezifischen sogenannten dyspeptischen Beschwerden kommen. Patienten bekommen dann eine Magenspiegelung, aber man findet nichts und diese nicht akut symptomatischen Gallensteine, wie man es kennt, mit einer Gallenkolik, sollten auch dann im Auge behalten werden, sonografisch kontrolliert werden und gegebenenfalls dann auch operativ entfernt werden. Weil irgendwo haben die meisten Patienten doch Beschwerden, wenn man genau nachfragt. Und da geht man dann sicher am besten zunächst zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Der Hausarzt kann einen Ultraschall machen oder zum Facharzt schicken und dann beraten, wie es weitergeht. Und meistens ist man auch gut beraten, daran die Gallenblasensteine, sprich die Gallenblase zu entfernen. Mhm. Kann man damit eigentlich gut leben, wenn man keine Gallenblase mehr hat? Ja, ich sag mal, 90% der Patienten, die eine Gallenblasenentfernung hinter sich haben, merken überhaupt gar keinen Unterschied. Aber es gibt eben Fälle, Patienten, die dann weil die Gallenflüssigkeit ja kontinuierlich dann in den Darm hinein, in den Dünndarm abgegeben wird, insbesondere wenn auch unten die Einbindungsstelle aufgeschnitten ist, dass sie dann zu Durchfallerkrankungen neigen. Aber im Grunde ist das kein Problem, ohne Gallenblase zu entfernen,
es ist kein Problem, ohne Gallenblase zu leben. Und der Gallengang, der erweitert sich nach der Gallenblasenentfernung meistens und übernimmt so ein bisschen die Funktion des Reservoirs. Ja, das ist gut zu wissen, glaube ich. Vielleicht eine letzte Frage. Sie hatten auch erwähnt, dass es natürlich auch zu bösartigen Erkrankungen kommen kann. Das ist aber auch möglich, dass man diese frühzeitig erkennt. Im Grunde ist es so, dass durch die Differentialdiagnose zum Gallenblasenstein ist auch das Gallenblasenkarzinom. Das kann man ultraschallmäßig und mit MRT, mit Kernspin-Untersuchung feststellen. Endosonographie, gibt es eine Vielzahl von Untersuchungsmöglichkeiten. Die Frage ist, gibt es Bösartigkeit durch Gallensteine? Ja, die gibt es auch, ist aber sehr selten, nämlich dann, wenn eine chronische Gallenblasenentzündung durch vorhandene Gallensteine verursacht wird. Das kann in seltenen Fällen auch mal bösartig werden, aber es ist eher selten. Ja, auch da gilt sicher, Vorsorge ist besser. Genau, wenn man Gallensteine nachgewiesen hat, sollte man sie in gewissen regelmäßigen Abständen, man spricht meistens von einem Jahr oder dann, wenn Beschwerden auftreten, kontrollieren lassen durch den Hausarzt oder Facharzt oder letztendlich auch im Krankenhaus. Ja, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Danke. Ja, schönen guten Tag noch einmal. Nach dem Vortrag und der Theorie möchte ich eben kurz ein paar praktische Details erklären, die für den täglichen Gebrauch, um Gallengangsteine zu diagnostizieren und zu entfernen, benötigt werden. Zentrales Instrument ist das Duodenoskop. Hier kann man eine spezielle Optik erkennen, nämlich das ist eine Seitblickoptik. Die normalen Endoskope für Endoskopie des Magen- und Darmtraktes haben eine sogenannte Geradeausoptik. Das ist eine Seitblickoptik, weil dieses Duodenoskop, das Endoskop direkt gegenüber der Einmündungsstelle vom Bauchspeicheldrüsengang und Gallengang platziert wird. Der Gallengang wird dann mit speziellen Kathetern und Kontrastmitteln gefüllt, wenn man Gallengangsteine entdeckt hat. Kann man unten den Einmündungsgang etwas aufschneiden mit einem elektrischen Messer und mit diesem Fangkörbchen, was ich jetzt einmal demonstriere, das wird dann in den Gallengang hineingeschoben, in die Höhe der Steine. Die Assistenz öffnet dann das Körbchen langsam, es entfaltet sich, man zieht den Stein in das Körbchen hinein, schließt das Körbchen und kann dann Körbchen mitsamt Stein in den Darm, Dünndarm hinein bergen. Manchmal gelingt das nicht mit dem Körbchen, dann gibt es ein Alternativprodukt, das ist der Extraktionsballon. Der wird in die Höhe der Gallensteine platziert, in die Höhe der Gallen. Alternativ zum Gallengangskörbchen, wenn es nicht gelingt, mit dem Körbchen die Steine zu bergen, kann man das auch mit einem Extraktionsballon durchführen. Dann wird der Ballon in den Gallengang hineingeschoben, über die Steine hinaus, dann geblockt. Ich demonstriere das nochmal. Der entfaltet sich dann. Und mit dem geblockten Ballon werden dann die Steine langsam nach unten durch den Gallengang in den Dünndarm hineingezogen. Wie gesagt, manchmal gelingt es nicht, den Gallengang komplett zu sanieren. Um den Gallefluss aufrechtzuerhalten, kann man dann interimsweise, übergangsweise solche Gallengangsdrainagen, kleine Plastikröhrchen einlegen, die man dann auch problemlos bei dem nächsten Eingriff, um die übrigen Gallengangsteine zu entfernen, wieder herausziehen kann. Danke. Hallo, herzlich willkommen zur Abendvisite online. Mein Name ist Dr. Golo Bodik. Ich bin Chefarzt der Allgemeinen Viszeralchirurgie am Christlichen Klinikum Unna West sowie am Marianenhospital in Werl seit Beginn des Jahres. Ich möchte Ihnen etwas über die chirurgische Sichtweise des Gallensteinleidens berichten, nachdem Sie bereits von meinem Kollegen Dr. Rainer Kunterding den internistischen Part gehört haben. Die Gallenblasenoperation findet sehr häufig statt. Es ist unser tägliches chirurgisches Tun, sodass wir 1 bis 2 Operationen am Tag in der Form durchführen. Und es gibt sicherlich den einen oder anderen, der sich fragt, muss denn wirklich jede Gallenblase operiert werden? Weiß denn der Chirurg tatsächlich, was er da macht? Und gibt es nicht alternative Möglichkeiten, die genutzt werden können? Wie zum Beispiel die medikamentöse Auflösung der Gallensteine oder die Zertrümmerung, wie man es von den Nierensteinen kennt, bereits mit der Stoßwellentherapie. Und erst wenn diese Möglichkeiten ausgeschöpft sind, kann man doch mal über eine Operation nachdenken. Nun,
Wir haben, Gott sei Dank, entsprechende Leitlinien, die uns von den deutschen Fachgesellschaften für Viszeralchirurgie oder der Gastroenterologie, das ist die internistische Fachgesellschaft, sagen anhand der aktuellen Erkenntnisse der Wissenschaft, was wir denn für die jeweilige Erkrankung den Patienten anzubieten haben und woran wir uns zu halten haben. Gehen wir die beiden Möglichkeiten der konservativen Therapie des Gallensteinleidens, die genannt worden sind, einmal durch. Nämlich zum einen die medikamentöse Auflösung des Gallensteins. Das ist schwierig, sagen auch die Leitlinien, denn es müsste ein Cholesterolstein sein. Nur bei diesem wirkt das Medikament richtig. So kann es sein, wenn Sie die Vielzahl an verschiedenen Gallensteinen sehen, die alle eine unterschiedliche Zusammensetzung haben, dass die Behandlung sehr langwierig sein kann, oft es zu Rückfällen kommen, dass sich erneut Steine bilden und dass eine operative Versorgung insbesondere bei Problemen des Gallensteinleidens vorzuziehen ist. Die Alternative, die Stoßwellenlithotripsie, also die Zertrümmerung der Gallensteine, wird von den Leitlinien nicht empfohlen, da sie schmerzhaft ist für den Patienten, eine Narkose bedingt, ähnlich wie bei den Nierensteinen, eine hohe Rückfallrate vorliegt, sodass die Steine wiederkommen können und bei den beobachteten Patienten, die diese Form der Therapie bekommen haben, ein Drittel aller Patienten innerhalb der folgenden 3 Jahre dann doch operiert werden mussten. Also empfehlen die Leitlinien, die Operation klar vorzuziehen. Aber welche Patienten müssen behandelt werden? Natürlich die mit Beschwerden. Und was sind das für Beschwerden? Das ist ein Völlegefühl, eine Übelkeit, Schmerzen im Oberbauchbereich, insbesondere nach fettreichen Ernährungen, die bisweilen bis in die Schulterpartie ziehen können, sodass man gar nicht genau weiß, was ist es eigentlich? Habe ich mir die Schulter verzogen oder ist es doch vielleicht etwas anderes? Große Gallensteine, die keine Schmerzen machen müssen, aber größer als 3 cm sind, sollten entfernt werden, weil hier hat man in der Datenanalyse gefunden, dass ein erhöhtes Risiko für die Entstehung von Gallenblasenkrebs vorliegt. Darüber hinaus kann der stete Druck des großen Steines auf die Wand der Gallenblase dazu führen, dass diese durchwandert wird, der Gallenstein in die anliegenden Organe wie Dünn- oder Dickdarm wandert und es dort zu einem Darmverschluss kommen kann. Das heißt, die Frage stellt sich, was sollen wir jetzt eigentlich machen? Operieren oder nicht? Für die akute Entzündung der Gallenblase gibt es eine ganz klare Antwort, die im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht worden ist. Hier hat man klare Vorteile für die Operation gesehen, insbesondere im Punkto der Komplikationen in der Behandlung einer solchen Erkrankung, in der Krankenhausliegedauer und damit natürlich auch verbunden mit den Kosten. Es kommen deutlich geringere Kosten zusammen, weil sie ja nun auch den Ausfall zum Beispiel im Berufsleben mit einrechnen müssen in die Kostenberechnung. Wenn es eine Gallenblasenoperation ist, die geplant ist, also eine elektive Operation, nicht im akut entzündeten Intervall, dann sieht der Situs so aus. Da freut sich der Chirurg drüber, denn er erkennt die Anatomie sehr leicht. Man sieht hier an der Leber angehaftet die Gallenblase, wie sie ähnlich wie in der Schemazeichnung mit dem Gallenblasengang in das Gallenhauptsystem weitergeführt wird. Dort oben sieht man die Gallenblasenarterie, die ebenfalls mit Clips verschlossen ist, damit es hinterher blutungsfrei vonstatten geht. Und eine solche Operation möchte ich Ihnen einmal zeigen. Hier sehen wir in den rechten Oberbauch hinein. Wir sehen, wie sanft die Leber angehoben wird mit Zangen. Die Gallenblase wird gefasst am Oberrand mit einer Zange und dann mitsamt der Leber sanft hochgehoben, um eben an diese Gallenblasengangstruktur zu kommen, die Sie auf der Schemazeichnung links sehen. Die feinen Strukturen im Körper werden von Fettgewebe ummantelt, um sie zu schützen, zum Beispiel vor Erschütterungen oder Schlägen. Dieses Fett muss an der Gangstruktur gelöst werden, um sie frei zu präparieren. Haben wir dort anatomische Fragen, ob es wirklich die Struktur ist, die wir dort sehen, weil wir wollen ja nichts fälschlicherweise versorgen, am besten noch mit einem Clip versiegeln, haben wir die Möglichkeit, bei der Operation eine Röntgenuntersuchung zu machen. Dort wird über einen kleinen Katheter in das Gangsystem Kontrastmittel eingegeben, ähnlich wie bei einer Röntgenuntersuchung, können wir dann dieses Kontrastmittel im Gang des Gallengangsystems sehen und wissen damit, jawohl, es ist der Gallenblasengang, den wir dort aufsondiert haben. Aber wir kriegen auch noch weitere Informationen, wie zum Beispiel hier diese Aussparungen, die Sie sehen können im Gallengangsystem, die nämlich Zeichen dafür sind, dass noch Steine
im Hauptgang sind. Diese Steine müssen im Nachgang dann vom Internisten in einer endoskopischen Untersuchung entfernt werden. Nach anatomischer Sicherung der Gallengangstrukturen können wir dann den Gallenblasengang sicher verschließen. Wir nutzen dort solche Titanclips, um den Gang zu versiegeln. Und gleiches gilt nach der Durchtrennung mit der Schere dann auch für die oben gelegene Gallenblasenarterie. Sie ist deutlich feiner von der Struktur. Und damit wir wirklich sicher sind, welche Struktur es ist, wird hier noch einmal genau hingeschaut und dann nach gesicherter Anatomie die Gallenblase von der Leber abpräpariert. Dort gibt es bindegewebige Verbindungen, die die Gallenblase am Leberunterrand festhalten. Diese können unter Anwendung einer Stromschere gelöst und gleichzeitig auch die Schnittfläche entsprechend versiegelt werden. Am Ende wird die Gallenblase abgesetzt und die Resektionsfläche selbstverständlich noch einmal angeschaut, um sicher zu sein, dass alles okay ist. Gallenblasen, gerade wenn sie akut entzündet sind, können auf der Oberfläche Bakterien beinhalten, sodass, wenn wir sie aus der Bauchdecke herausziehen, um sie zu bergen, unter Umständen einen Infekt setzen können. Und daher haben wir die Möglichkeit, einen solchen Bergebeutel zu nutzen, in dem die Gallenblase eingebracht wird und dann sicher aus der Bauchhöhle entfernt werden kann. Ist es mal eine akute Gallenblasenentzündung, sieht das Ganze schon nicht mehr so erfreulich aus. Und wir müssen sehr genau schauen, wo die Strukturen sind. Bei dieser Gallenblasenentzündung sehen Sie, dass die grüne Galle sich bereits durch die Wandung hindurchgedrückt hat, weil die Gallenblasenwand sich langsam auflöst, nekrotisch wird und dann die Sekrete durch die Gallenblasenwand hindurchwandern können. Sie sehen auch hier am Unterrand, dass es eine sehr viel feuchtere Angelegenheit ist, weil es Wundwasser gibt, was im Bauchraum entsteht. In diesem Fall ist es so, dass die Gallenblase einen Verschlussstein im Gallenblasengang hat, ähnlich wie dort auf der Zeichnung zu sehen ist. Dieser Stein hat den Ausstrom der Gallenflüssigkeit aus der Gallenblase behindert, sodass sie prall gefüllt ist und auch bereits an der dunklen Farbe zu erkennen ist, dass sie in der Wandung abstirbt. Also auch hier ist höchste Eile geboten. In diesem Fall sieht man, dass der Körper auch Reparaturmechanismen nutzt. Das heißt, die Gallenblasenentzündung wird von dem umliegenden Fettgewebe eingescheidet, um den Infekt Quell so möglichst begrenzt wie nur irgendwie möglich für den Körper zu halten. Dennoch muss die Gallenblase operiert werden und es macht uns die Arbeit selbstverständlich nicht einfacher, weil wir dann das Ganze erst aus der Fettumlagerung herauspräparieren müssen. Tun Sie uns also Gefallen und kommen Sie mit der Gallenblase schon etwas früher, denn eigentlich sind die Komplikationsraten sehr gering und auch die Zeit, die für eine Krankenhausbetreuung zu kalkulieren ist, in der Mischkalkulation von akuten und elektiven Eingriffen mit 4 Tagen nicht allzu lang. Die Rate des Umsteigens von einer endoskopischen Operation hin zu einer offenen Operation aufgrund eines schwierigen Situs ist sehr gering. In nur 3% der Fälle ist dies erforderlich. Die Operationsdauer liegt etwa bei 40 Minuten. Wobei die Ausschläge natürlich sehr weit sein können, von einer sehr einfachen Gallenblasenoperation, die auch mal in einer knappen Viertelstunde erledigt ist, bis hin zu sehr schwierigen Operationen, wo sehr genau präpariert, operiert und geschaut werden muss. Diese Eingriffe können auch mal 2 bis 3 Stunden dauern. Die Komplikationsrate bei der Gallenblasenoperation ist sehr gering. Kleine Komplikationen treten in 2,4% auf. Größere Komplikationen findet man nur selten in 0,7% der Eingriffe. Die Gallenblasenentzündung, insbesondere bei der akuten Gallenblasenentzündung, ist durchaus schmerzhaft. Auf einer Skala von 0 bis 10 sehen wir gemittelt Werte von 4. Nach der Operation lassen diese Schmerzen schnell nach und ein geringer Wert von knapp 0,8 lässt sich leicht behandeln mit Schmerzmedikamenten. Das Fazit, was ich Ihnen mitzuteilen habe, zusammen mit meinem Kollegen Dr. Rainer Kunterdink, ist, dass eine Operation bei nachgewiesenen Gallensteinen sinnvoll ist. Und denken Sie an die Bilder der akut entzündeten Gallenblasen. Vielleicht ist es besser, etwas früher zu kommen, bevor die akute Entzündung stattgefunden hat. Bei Beschwerden sollte eine rasche Operation durchgeführt werden, weil sie zeigt deutlich bessere Ergebnisse im Vergleich zu einem konservativen Behandlungsschema. Die minimalinvasive Technik ist nicht nur bei der Gallenblasenoperation deutlich schonender, sondern auch andere Operationen werden in dieser Technik durchgeführt. Tatsächlich ist es so, dass fast 80% aller viszeralchirurgischen Eingriffe mittlerweile minimalinvasiv durchgeführt werden.
Das Know-how der behandelnden Kollegen senkt natürlich die Risiken, das ist klar. Und die enge Zusammenarbeit von dem Chirurgen mit dem Internisten bedeutet für Sie ein optimales Behandlungsergebnis. Und damit danke ich Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, sehr geehrter Herr Dr. Brodig, vielen Dank für diese wirklich sehr ausführliche und sehr bildhaft erläuternden Einblicke in die Operation. Noch einmal eine Frage aus Patientensicht. Vielleicht, bevor Sie die Operation beginnen, führen Sie da wahrscheinlich in der Regel noch mal ein Gespräch mit dem Patienten, um zu erläutern, welche Operationsmethode Sie wählen? Ja, das machen wir selbstverständlich. Wie bei jeder Operation wird der Patient sehr genau aufgeklärt über das, was wir planen, warum wir das machen, was die Risiken sind, was aber auch die Chancen sind in Form dieser Behandlung, wie das nachher aussieht, was man zu beachten hat. All das ist eigentlich Bestandteil eines jeglichen Aufklärungsgespräches, wie es die Chirurgen jeglicher operativen Abteilung eigentlich zu machen haben und es auch so machen. Ich denke, dass das für viele Patienten doch aber auch ein sehr wichtiger Abschnitt ist, um nochmal sich vorzubereiten auf eine solche Operation. Das, was dann danach kommt, ist vielleicht noch eine weitere Frage. Sie haben davon gesprochen, dass ja Sie weitgehend minimalinvasiv operieren, eine schonende Methode. Heißt das auch, dass die Patienten nach der OP relativ schnell wieder auf die Beine kommen? Genau das heißt das und deswegen hat es sich auch so dermaßen durchgesetzt in der Chirurgie, diese Art von Verfahren der minimalen Zugänge. Dadurch, dass wir vermeiden können, dass wir einen größeren Bauchschnitt machen müssen, haben die Patienten weniger Schmerzen, haben weniger Risiko für eine Narbenbruchentstehung, haben weniger Probleme in der Atemsituation, weil die Bauchatmung ist ein entscheidender Bestandteil dessen, wie wir atmen. Und tut der Bauch weh, können wir auch nicht richtig durchatmen. Also da haben wir entscheidende Vorteile durch diese Technik. Und auch die Mobilisation der Patienten gelingt deutlich schneller. Die Empfehlung ist, nach einem solchen Eingriff sich für etwa 2 Wochen ein wenig zurückzuhalten. Eine Woche sicherlich, aber die zweite tut dem Patienten auch gut. Danach ist eine Vollbelastung möglich. Eine kleine Einschränkung gibt es bei der Gallenblasenoperation bezüglich der Ernährung. Die Gallenblase hat ja durchaus eine Funktion, sonst bräuchten wir sie ja nicht. Und die Funktion der Gallenblase ist, dass sie bei Aufnahme von fettreicher Ernährung Gallensäure abgibt, damit diese ummantelt werden kann und dann in die Darmzelle aufgenommen werden kann. Dadurch, dass die Gallenblase weg ist, verlieren wir nicht diese Fähigkeit, sondern die Gallensäure läuft ja über den Gallengang, über den Hauptgang, Sie haben es vorhin gesehen, die anatomischen Strukturen weiter. Der Körper braucht aber eine gewisse Weile, um sich daran zu gewöhnen. So empfehle ich meinen Patienten, dass sie etwa 4 Wochen nach der Operation vermeiden sollten, wirklich provokant sehr Fettes zu essen. Vielleicht sich ein bisschen ranzutasten über die folgenden Tage, aber wenn es 4 Wochen beachtet wird, hat sich der Körper darauf eingestellt und kommt mit der neuen Situation hervorragend klar. Ja, ganz herzlichen Dank für die Erläuterungen und alles Gute auch Ihnen. Dankeschön, Ihnen auch. Lieber Herr Dr. Kunterding, lieber Herr Dr. Brodig, wir danken Ihnen herzlich für diese vielen Informationen und dass Sie auch noch Zeit hatten, einige Fragen sozusagen aus dem Publikum zu beantworten. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wünschen wir jetzt alles Gute, viel Gesundheit und bleiben Sie uns treu. Die nächste Abendvisite online finden Sie demnächst auf diesem Kanal.